Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei München TV. Dieser Fall sorgte für Aufregung. Ein niederbayerischer Notarzt bekam einen Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit. Allerdings war er im Einsatz. Und eigentlich haben Rettungsfahrzeuge, wenn sie im Einsatz sind, Sonderrechte. Dennoch werden Notärzte und Rettungskräfte oft wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung belangt. Fragt sich also, ob die Umsetzung dieser Sonderrechte einer Revision bedarf. Wir müssen natürlich die Retter auch unterstützen und schützen. Deswegen haben wir den Antrag der Freien Wähler unterstützt, die hier eine Prüfung beantragt haben. Ich finde, wir müssen erstmal genau hinschauen, haben wir wirklich eine Zunahme von Unfällen durch Rettungssanitäter? Da haben wir überhaupt keine Zahlen bisher. Und zum anderen muss man schauen, brauchen wir zusätzliche gesetzliche Maßnahmen? Brauchen wir vielleicht nicht auch nur Schulungen? Es ist ja häufig so, dass auch viele Autofahrer eben keine Rettungsgasse bilden, wo man dann auch in der Ausbildung und Schulung auch darauf achten müsste. Eine Umsetzung stärker begleiten ist nie verkehrt. Ich möchte aber davor warnen, dass wir hier einen Popanz aufbauen, wo eigentlich gar keiner ist. Als BRK-Kreisvorsitzender weiß ich bei uns zum Beispiel und auch in anderen Kreisverbänden, dass die Instruktionen sehr, sehr klar sind und sehr, sehr deutlich sind. Da geht es nicht um persönliche Eitelkeiten, da geht es darum, dass wenn Gefahr im Verzug ist, schnell geholfen werden kann. Und ich warne sehr davor, gerade die Ehrenamtlichen, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, dadurch eine Verschärfung, die letztlich nichts bringen würde, als zusätzliche gesetzliche Hürden dann noch weiter zu belasten. Unser nächstes Thema befasst sich mit der NSU-Mordserie. Hier will man in der bayerischen Politik Konsequenzen ziehen. Deshalb formulierte der Untersuchungsausschuss NSU des Bayerischen Landtags über 50 Reformvorschläge. Eine weitere Kommission soll die Umsetzung begleiten. Ich kann mir das auf Bundesebene sehr gut vorstellen. Das ist natürlich zunächst mal eine Bundesgeschichte, weil der NSU in ganz Deutschland sein Unwesen getrieben hat. Für Bayern ist damit zunächst mal aus dem Schneider. Für Bayern brauchen wir das nicht. Da haben wir die Fachleute, die das Ganze erarbeitet haben und umsetzen sollen. Auf Bundesebene wird das Ganze mit Sicherheit auch beim Bundesrat diskutiert. Und von daher, ob da eine Diskussion kommt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Die Frage ist zum einen, wie müssen sich eigentlich unsere Behörden, der Verfassungsschutz reformieren, damit sowas nicht wieder passiert. Und zum anderen gibt es ja auch immer wieder neue Aufklärung durch Untersuchungsausschüsse in anderen Bundesländern, auch durch das Verfahren hier in München gegen Beate Zschäpe. Und ich finde, wir wären gut beraten, wenn wir hier im Parlament eine dauerhafte Kommission hätten, die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und das war es auch schon wieder von Plenum TV hier bei München TV. Liebe Zuschauer, unser Magazin, das gibt es für Sie am kommenden Samstagabend. Machen Sie es gut. Servus.